Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.38 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und ja, wir sehen auf dem rechten Bildrand 15.600. Wir werden die Big Number, die dicht wieder beim Daily Pivot liegt. Daily Pivot heute Morgen bei 15.614. Wir werden diese Falle platzieren mit einer 15er Box. 15.607 Long, 15.592 Short. Die Zielmarken heute. Wir haben Zwischenziele einmal hier Unterstützung und einmal dort die Unterstützung. Nach oben hin sind wir erstmal mit diesem Mini-Gap. Das ist so in der Zone. Und dann gehen wir auch auf die Unterstützung. Das sind so die grünen Bereiche, wenn der Markt reinlaufen möchte. So, jetzt schauen wir einmal, wo kommt die Vola-Box rein. Das sind ja die grünen Boxen. Vola-Box. Hat schon wieder einer gespielt hier an meinem Ding. Nach vorne ziehen. So. So, Vola-Box im DAX kommt rein bei 15.667. Das heißt, wir sind dort ein wenig drüber. Hier oben, ja, mal gucken, ob die Vola-Box das Ziel heute erreicht. Bin gespannt. Ansonsten 15.574, das wäre denn hier darunter, das ist der Kompass. Vola-Box auf der linken Seite vom Eröffnungskurs 3,38. Vom Einstieg in die Vola-Box 52, wir kennen das Level 50. So, die Falle hat zugeschnappt, meine Damen und Herren. Die Falle hat zugeschnappt und jetzt lassen wir den Markt hier nicht mehr raus aus der Falle. 0,005. Als erste kleine Aufwärmübung und ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Und das bedeutet, wenn der Kurs jetzt hier rausläuft, wir haben kleine Widerstandszonen einmal hier und natürlich dann Big Number 15.7. Wir haben heute Morgen ja gesprochen, alles zeigt Richtung Long. Und das bedeutet, wenn er oben uns den Gefallen tut, dann sind wir dabei. Angelika, guten Morgen.
So, erster Trade short. Und wir sind raus aus dem Trade. Ja, mit dem grünen Strich. Und wir gehen jetzt nochmal rein in den Markt. Ich verabschiede mich bei den YouTuber für unser Videotagebuch. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin gute Trades und viel Disziplin. Wir machen jetzt hier im Live-Trading-Raum weiter mit den neuen Setups.